Hi, ich bin Lucy. Hi, ich bin Joe und wir sind beide bei der Law-Klinik Rostock. Wir sind ein gemeinnütziger Verein der Universität Rostock, der vor allem für Studierende und Geflüchtete kostenlose Rechtsberatung anbietet. Genau, dafür haben wir unser eigenes Ausbildungsprogramm, das uns vor allem im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts schult. Außerdem bieten wir regelmäßig verschiedene Workshops an auf verschiedenen Bereichen. Genau. Normalerweise würden wir zweimal die Woche im Newcomer Café in der Budapester Straße Beratung geben. Außerdem einmal pro Monat vor Ort in der geflüchteten Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf-Horst beraten. Das würden wir gemeinsam mit anderen Organisationen machen, doch das ist momentan nicht möglich. Durch die Corona-Krise mussten wir jetzt auf Online- und Telefonberatung umsteigen, auch in Zusammenarbeit mit dem Soli-Netz Rostock, was Rostock Hilft ins Leben gerufen hat. Für die Betroffenen bedeutet das jetzt aktuell, dass alle Ämter zu haben. Alles muss schriftlich geregelt werden, auch Asylverfahren tatsächlich. Also kann das alles zur Prozessverlängerung führen. Es gibt auch ein Problem mit der Informationsvermittlung, vor allem weil viele ja gar nicht die Sprache beherrschen. Wenn es Informationen gibt, wird die einfach nicht übersetzt zum Teil. Auch außerhalb der prozessualen Schwierigkeiten war die Lage in den geflüchteten Erstaufnahmeeinrichtungen schon vorher so, dass die Geflüchteten auf engstem Raum miteinander leben und leben mussten. Das hat sich im Rahmen der Corona-Krise nicht verändert. Die Geflüchteten leben weiterhin auf engstem Raum miteinander und ihnen wird das Recht auf Abstand sowie das Recht auf Privatsphäre verwehrt. In beiden geflüchteten Erstaufnahmeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, sowohl in Nostorf-Horst als auch in Sternbuchholz, sind inzwischen Corona-Fälle vorhanden. Und die Einrichtungen haben so darauf reagiert, dass sie die Einrichtung abgeschottet haben und abgezäunt haben und die Geflüchteten quasi kaum die Einrichtung verlassen durften. Außerdem sind in den Einrichtungen nicht hinreichend Seife vorhanden, sodass sich die Betroffenen mit Spüli oder einfach nur mit Wasser die Hände waschen müssen und das reicht nicht aus. Egal in welchem Studiengang ihr seid, wenn ihr euch engagieren wollt, wir freuen uns über jeden. Auch wenn ihr nicht die Möglichkeit oder die Lust habt, den rechtlichen Aspekt unserer Arbeit fortzuführen, brauchen wir auch Leute, die einfach für Übersetzungstätigkeiten da sind oder auch die ganze Organisation des Vereins unterstützen. Erreichen könnt ihr uns auf vielfältigen Wege. Zum einen könnt ihr uns natürlich auf Instagram anschreiben unter Law-Klinik Rostock oder natürlich auch eine E-Mail schreiben lawklinik@uni-rostock.de. Und ihr erreicht uns auch auf Facebook. Wir würden uns freuen, wenn sich ein paar Leute von euch melden und bis dann.